So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge E-Tester Multiplayer. Dann sind wir raus, hab ich gesagt. Und auf geht's. Macht Würsten. Die Leute sind 270 Kilometer. Oh, Fernlicht an. Ist hier schon dunkel. Ne. Wow. Was? Siehst du nicht oder was? Nö. Na, wow. Doch, mir wird alt. Mhm. 20 ist auch schon Alter. Nix mal lang, ne? Wäre ich 20 hier, ich wollte gerade sagen. Na, nicht mehr lang, da bin ich 21. Ja, Alter. Soll ich da erst sagen? Stimmt, Thomas ist der Erste, der von uns älter wird, von uns dran jetzt. Ja. Dann kommt der Dominik und der Max zum Schluss. Ja. Ja, inzwischen noch der Jojo. Ja, der interessiert ja keinen. Und der ist ja gerade nicht dabei beim Aufnehmen. Max hat ja gesagt von uns drei. Das soll Privatsache. Ja. Das ist Privatsache, genau, das darf man nicht verraten. Weißt du, dass an meinem Geburtstag keiner am 21. Kommt, August worauf sich Johannes schon ein Wichstum holt, ey. Was kommt an deinem Geburtstag? Penner Game, Trash Game. Oh. Und das heißt wirklich Penner Game. Ja, passt doch zu Jojo. Hat er mir vor allem ihn empfohlen, ja. Wenn du jetzt rechts rüber ziehst, ne? Hahaha! Wenn du jetzt rechts rüber ziehst, was? Oder ist das keiner? Dass er es auch nicht gemacht hat, ne? Ernsthaft hier überholen, oder? Hat er vergessen. Oi! Oh, was war das jetzt? Naja, du hast schon wieder ein Stadtbild. Sorry. 1142 Report. Ach, fick deine Oma. Warum? Das wird er wohl gesehen haben, so wie ich geflippt bin, dass du ein Standbild hattest. Mhm. Und vor allem war ich ja noch vorne dran und habe ich ausgebremst. Eben. Eben. Und dann stellt mich das Auto auch noch! Ich hab halt die Schnauze voll hier! Boah. Meine Fresse, ey. Alles gut oder musst du abschleppen? Nee, ging gerade noch so. Aber hätte beinahe geknallt. Ah, wo ist der scheiß Blinker da? Dann bleib ich mal auf 90. Nee, ich komme hinterher. Das ist. Okay. Ich sehe euch auf der Karte und hole euch gleich wieder ein. Schneide den Ausbruch einfach raus, wenn es scheiße war. Als ob ich das rausschneide. Weiß ich nicht. Echt so, als ob man das rausschneidet, bleibt drin. Da fehlen ja 10 Meter Strecke. Ja, stimmt auch wieder. Das können wir denen nicht antun. Eben. Da fragen die sich, wie wir da hingekommen sind. Das ist wie mit Brammen, der muss auch mal schnallen, wenn einer eher gewinnt, genau, als er, dass die Strecke komplett ist, sonst sieht die ja keiner. Ja. Deswegen ist es eine Motivation dazu, dass er gewinnt. Mhm. Ich finde das so geil, Alter. Ja. Das ist echt eine verdammt gute Motivation, dass du Trials gewinnen musst. Na, da ist er schon mal schon wieder. Ja, und vor allem, wenn er es beim ersten Versuch nicht schafft, dann beim zweiten. Oh, der will kuscheln. Cool. Schade. Also, und Kevin, was erwartet ihr? Das sah lustig aus. Mhm. Dann der auch Kevin in seinem Namen, ne? Ja, der kam hoch, kam zu weit rüber, hat sich erschrocken, ja, und ist dann rechts gegen die Leitplanke. Mal sehen. Dieser Kevin. Ja. Schade. Das hat sich angehört wie so ein Nieser vom LKW. Mom. Schade. Ist das schon länger so, oder ist es jetzt erst seitdem das S da drin ist, dass der Scania R jetzt 2012 noch im Namen hat? Das weiß ich nicht. Nee. Wie meine? Der allererste Scania, nicht mal der Streamline, sondern der quasi Ur-Scania, kann man sagen, im ETS. Ja. Der hat jetzt den Namen Scania R 2012. Ist mir vorhin aufgefallen. Ich glaube, das hat er aber vorher auch schon gehabt. Also ich weiß bloß, dass es auf jeden Fall so ist, seitdem jetzt der Neue dabei ist. Aber davor glaube ich nicht, dass es war. Glaube ich schon. Und da gab es ja bloß den R und den Streamline.
Ja, ich glaube schon, dass da was dabei gestanden war. Weil ich meine nämlich das auch schon gesehen zu haben. Und ich habe da noch, seit ich den S gekauft habe und so, noch nie drauf geachtet, also. Komische Aussage, aber okay. Ja, früher, wo es nur die älteren Modelle gab, da gab es doch bei uns auch die Diskussion, wegen, weil der Stream dann, glaube ich, einen größeren Tank hatte und so und ich den anderen hatte. Oder irgendwie sowas. Und dass der normale eher einen größeren Tank hatte als der Streamline oder irgendwie sowas war's. Und da war ich ja öfter im Shop unterwegs und da meine ich das gesehen zu haben. Aber seit ich dann quasi Geld hatte, habe ich mich ja eigentlich nur noch für die letzten Seiten interessiert. Weißt du? Egal. Mir auch. Cool, da hat's gecrashed. Ganz ordentlich, aber ordentlich, ey. Aber ordentlich, du. Ja gut, eigentlich steht nur einer vorne quer und es staut sich. Und steht auch einer quer. Ja, der hinten hat wahrscheinlich das Bremsen verkackt. Ich kann das schalten, sorry, Thomas. Ich wie portig. Okay, das ist fair. Ich mach mit. Na, das ist nicht fair. Doch, du hast, nee. Du hast deinen Freund behindert. Dann reporte ich dich auch, weil du jetzt mich beleidigst. Ja, genau. Ich hab dich nicht beleidigt. Doch, mit Report. Das ist keine Beleidigung. Du darfst gar nicht reporten, wenn du nicht betroffen bist. Doch. Nee, steht in den Regeln, hast du mal gelesen. Ich bin davon betroffen. Weil wir zusammen in einen Konvoi fahren und wenn du einen aufhältst... Oh, Alter, ich mag halt aus, ey. Wer sagt das? Mich. Das sehe ich jetzt aber nicht so. Ja, schade. Das ne? stimmt. Ah! Besser, B! Mal C. S. H. Ah, gewonnen. Ja, ich fahr noch mit 100% Schaden. Ja, klar. Ja. Kedingner. Was? Haben wir doch schon mal gemacht. Mit Levin. Ja. Wo wir alle 100% hatten durchschieben. Oh, erstmal weiter. Da wo ihr alle drei in der Reihe gelegen wart. Ja, das war auch lustig. Ja, hallo, ich hab Mutterfehlfunktion, also wenn du mich jetzt kicken willst, ja. Ja? Der schreibt den Report rein, pass auf. Ja, kick mich, ich hab Mutterfehlfunktion, ich kann nichts dafür. Doch. Du hast einen Ulfer gebaut und deswegen Schaden. Jo, ich wurde gekickt. Geil. Nur weil ich Mutterfehlfunktion hatte, weißt du. Wie kannst du nur, Thomas? Ja, wie kann wie ich? Kannst du nur? Dieses du Untermensch. Ja, wartet nicht auf mich, ich komme jetzt auch nicht mehr hier rein. Ja, jetzt musst du dich einloggen, wenn Tag ist, sonst wirst du direkt wieder gekriegt. Ja. Glaub ich, ey. Muss ich zu Trameri? Ich muss zu Trameri. Yay. Oh, hinter dir, yay. Ja, ETS beenden, fertig. So. Wenigstens eine schön breite Straße. Ja, bremst halt nicht. Ist der Max auch schon raus oder steht er noch? Ich stehe noch.
Hat er Max sich umlackiert? Nein. Du hast noch einen Seitenteil angebaut. Nee, du hattest doch den gleichen Lackierung wie ich. Ja, auf dem S. Ach so. Du hast geswitcht. Ja. Was sagst du das doch? Witzig, dass du das nicht mitkriegst. Ja, du warst die ganze Zeit hinter mir. Ja, aber wir stehen noch nebeneinander in der Werkstatt, also. Ja, da habe ich nicht drauf geguckt. Ja, schade. Da hat er einfach wieder gewechselt zum alten R. Sachen macht er. Naja. Gut, ne? Bei uns ist gerade eine Mischung aus Schnee und Hagel. Geil. Schnagel? Schnagel, Was ist bei mir? Nix. Nix? Nix. Oh. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss, Mo. Tschüss.